Du kannst deine Vergangenheit nicht wegradieren. Wie oft schauen wir zurück auf unsere Vergangenheit, auf Dinge aus der Kindheit, auf Menschen, die wir erlebt haben, die wir kennengelernt haben, die uns wehgetan haben. Wie oft schauen wir zurück und sehen Erlebnisse und Ereignisse, die uns so wehgetan haben. Und was wollen wir machen? Wir wollen diese Dinge wegradieren. Wir wollen nicht, dass sie passiert sind. Wir wollen diese Menschen wegradieren. Wir wollen diese Geschichten wegradieren. Wir wünschen uns so sehr, dass das alles nicht passieren durfte. Und je mehr wir versuchen, das wegzuradieren, umso mehr werden wir feststellen, dass es nicht funktioniert. Und das ist auch gut so. Du brauchst nichts wegzuradieren. Es hat alles seinen Sinn gehabt. Du bist du, wegen all diesen Dingen. Du bist feinfühlig, wegen all diesen Menschen. Du bist stark, wegen all diesen schlechten Erlebnissen. Du weißt, was Freude ist, wegen all der Trauer. Das bist du. Alles, was du bist, alles, was du darstellst, all deine Liebe, all deine Kraft, all dein Mut, der ist dort entstanden. Und deswegen radier das nicht weg. Alles war eine Lektion für uns. Die Menschen, die uns gepusht haben, die an unsere Träume geglaubt haben, die waren gut. Und die Menschen, die uns runtergezogen haben, die uns wehgetan haben, auch die waren gut. Alles war eine Lektion und alles hat seinen Sinn. Wenn du zurückschaust, dann schau zurück, um daraus zu lernen. Nimm all die Erfahrungen mit. Sei froh, dass du genügend Fehler gemacht hast. Und ich weiß, es hat wehgetan. Dinge tun weh. Und ich weiß, manchmal sitzen wir hier und denken uns, warum ist mir das passiert? Warum habe ich diesen Menschen kennengelernt? Wie konnte dieser Mensch mir so wehtun? Ich wünschte, ich könnte all das wegradieren. Und genau dann werden wir feststellen, dass es nicht funktioniert. Schau zurück und bedank dich für all die Erfahrung, auch wenn sie schmerzhaft war, auch wenn sie wirklich wehgetan hat. All das wird dir helfen, jetzt viel, viel besser zu leben, viel, viel mehr zu fühlen, viel mehr Liebe zu spüren und viel mehr Liebe zu geben. Wenn du enttäuscht wurdest, dann hast du daraus gelernt, dass du niemanden enttäuschen solltest. Wenn dich jemand verletzt hat, dann weißt du jetzt, wie wichtig es ist, niemanden zu verletzen. Nimm alles mit. Verzichte darauf, die Vergangenheit wegzuradieren. Sei dankbar dafür. Segne all die Menschen. Und ich weiß, es ist schwer, einigen Menschen zu verzeihen. Aber verzeih den Menschen und Dingen aus der Vergangenheit. Verzeih ihnen, damit es dir jetzt besser geht. Damit du jetzt deinen Seelenfrieden hast. Und denk dran, unser Leben wird rückwärts verstanden und vorwärts gelebt. Und kein Mensch war ohne Grund in deinem Leben. Der eine war ein Geschenk und der andere eine Lektion. Und wenn auch du möchtest, dass viele Menschen mit ihrer Vergangenheit Frieden machen und mit Dingen aus der Vergangenheit abschließen, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, schreib mir in die Kommentare, was du über dieses Thema denkst und ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Schön, dass es dich gibt, dein Björn.